Spawn ich einfach mal zwei. Kosten zwei Essen. Und hier sehen wir die Ausbildungsgeschwindigkeit. Okay. Dann ab in den, ins Truppenmenü und sie assignen. Zack. Excellent. You can assign up to 4 units to each squad, who then will begin to behave differently than they would as single units. They will help each other out, gain experience and special squad skills. Aha. Your squads will be on guard duty by default, but that may be changed in each unit's context menu or in the squad menu. But we'll get to that later. Now it's time to locate more of Cruelly's minions and squash them to goo. It's time to pay Malister Cruelly a visit. To reach his cellar, you must order the workers to build a hallway. Start by clicking the squares I have highlighted for you, and our minions will get the job done. Okay, also man kann doch Gänge bauen. So, das habe ich einfach mal gemacht. Das finde ich echt ganz cool. Das habt ihr wahrscheinlich selber gerade gelesen. Und zwar können wir ja unsere Einheiten in Squads aufteilen. Da haben wir jetzt hier einen Dreier-Squad. Wir wählen immer dieses Squad an, es läuft immer zusammen. Und es bekommt zusammen Erfahrung, es hilft sich gegenseitig, also sie supporten sich gegenseitig. Und sie bekommen spezielle Squad-Skills. Ich frage mich, ob wir auch Räume einnehmen können, so wie aus Dungeon Keeper damals. Es ist jetzt zwar... Gate, Death Slayer, remember that you are the only one who can interact with such objects. In order to gain access to the next part of the dungeon, you'll have to go there and pull the lever yourself. Then take a look around. Gut, wir schicken aber trotzdem erstmal unsere Kreaturen dahin. Die können auch Baal folgen. Also wir können hier sagen, folge Baal. Also unserem Minion. Das können wir auch machen. Ja, das ist jetzt eine direkte Einheitensteuerung. Nicht so wie bei Dungeon Keeper. Da ist es ja indirekt. Das ist ja im Endeffekt, hat ja jede Kreatur seinen eigenen Willen. Finde ich persönlich aber nicht unbedingt problematisch. Oh, guck mal an, da ist ein Speer. Autsch! Macht ihn platt. Yeah. A new type of minion. Give me a moment to study the carcass and you'll soon be able to summon them. Sehr gut. Ich möchte gerne eine neue beschwören. Da haben wir nochmal einen Hebel. Wir warten erstmal, bis wir... Now you can grow a scout from your nursery. Create one immediately before you finish cleaning out the area. Das ist ja cool. Wenn wir einfach mit dem Mausrad rauszoomen, können wir uns schon eigene, kommen wir gleich im Verwaltungsmodus. Wir müssen also nicht da oben klicken. Wir müssen einfach weit genug mit dem Mausrad rauskommen. So, ich werde jetzt zwei Speer ausbilden. Was ist denn das hier? Pilze sind das. Ach so. Das sind die maximalen Pilze. Und was sind das hier? Die gelagerten Pilze oder was bedeutet das? Die abgefertigten Pilze? Sind auf jeden Fall zwei Pits und da ist ein Pfeil zwischen. Also das erklärt es mir noch nicht wirklich, was es jetzt bedeutet. So, wir haben zwei Speer. Wir gehen jetzt mal in den Truppmodus. Ich möchte ganz gerne... Das hier hätte ich ganz gerne gehabt, aber gut, schade. Wir ziehen da auf jeden Fall ein Speer hin. Waffe bereits ausgerüstet. Wie ich das zweite bekomme, weiß ich noch nicht. Da müssen wir Schätze scheinbar gelagert haben. Die haben wir aber noch nicht. Okay, Vierer-Trupp zusammen, der kommt da gerade. Dann schauen wir doch mal, was hinter der Tür da liegt. Wir holen uns mal Baal ran. Scheinbar können wir auch noch nicht teleportieren. Das gibt es scheinbar auch erst später. Der ist hier weiter brav am Pilzefarmen. Ach, ist das schön. Toll. Gefällt mir. So, den Speer setzen wir im Wachmodus mal hier hin. Der kann da das bewachen. So. Was haben wir denn hier? Ein Priester? Aua! Er schießt aber gar nicht mehr schlecht. Alone time with the corpse. Oh mein Gott. Diese Anspielung ist ja ekelhaft. Finished. Take a look in the nursery and summon yourself a priest or two. They are really awesome. Ja, das wäre cool, wenn ich sie in Trupps packen könnte. Das kann ich ja noch nicht. Oh, yes. Eine Truhe, die möchte ich haben. Oh, das sind aber viele. Kann ich da mal ein bisschen zaubern?
Na gut, dann ist der Speer zumindest halb tot. Und jetzt wird er geheilt. So ein Mist. So ein Mist, verdammter. So, hauen wir doch mal das rein. Was haben wir denn hier? Materialmarkierung. Bewachen. So, Squad 1 haben wir komplett. Ich werde einfach mal, ich weiß ja nicht, wie Baal drauf ist, so im Kampf. Ich werde auf jeden Fall mal alle, auch den Dreier-Trupp, da kommt jetzt der noch an. Ich werde einfach mal alle dahin schicken. So, kommen mal alle. So. Macht sie platt. Jawohl. Ah, geschafft. Neuer Zauber, Teleportation. Sehr cool. Try to open a context menu anywhere on the ground and see if you can't move both yourself and your squads to that exact spot. Geil. Faster than a shark. That's me. Sehr cool. Oh, there is one thing I should tell you now that we've started filling our coffers. Accumulating wealth will allow you to buy more squads. It will also add to the dungeon's reputation and attract more heroes. And more heroes means more fun. You see, treasures are the best. One final and, I dare say, crucial note about treasures. I love them. If you allow one single treasure pit to be destroyed, I will be extremely disappointed. So disappointed, in fact, that I will return home and leave you here to rot. So a suggestion. Guard them with your life. Hier ist dann noch ein zweiter Arbeiter. Watch out. Your triumphant riot has lured a valiant but foolish hero to our dungeon. You still have some time to prepare. I recommend that you create a squad with 4 units. Ich habe jetzt 2 Squads mit 4 Units. Wird einfach mal beide hier hin teleportieren. Na, wobei, bei einem fehlt noch. Fehlt noch eine Unit. Wir können mal gucken, was wir da... Oh, was haben wir denn hier? Evolutionen. Wir können mal gucken, was... Da kommen sie ja schon, ne? Da, ein Held. Ein Zauberer und ein Krieger. Na, schönes Ding. Seid euch dessen bewusst. Ihr werdet untergehen. Ihr foolish... Guis. Oh, die sind stark. Verrotte. Oh nein, der Speer. Heile den Speer. Nein, dein Speer ist gestorben. Mensch, die haben es aber. That's the way. I like it. A good clean kill. From now on, you'll have to keep an eye out for more heroes. Now that they have found us, you can be sure that more will enter our dungeon. Mensch. Das war jetzt ja, die haben es schon ein bisschen drauf. Was ist mit ihm los? Kollege? So, hör mal auf rumzubacken. Alles klar. So, was haben wir denn jetzt noch für ein Ziel? There's a gateway in the chest room. I bet it leads to Cruelly's basement. Let me activate it for you. There, it's working now. The gateway acts as a bridge between two areas. Oh, fuck. To use it, simply select a unit or squad by left-clicking it. Komm her. Right-click on the ground on the other side. The squad will automatically use the gateway. Oh, and two things. First, your teleport spell only works in rooms you've already been to. So. Jetzt machen wir ihn dann platt hier. Und katschau! So viel Mana haben wir leider nicht. Passt. Aber ich glaube, wir müssen uns ein paar Kreaturen mal nachbauen. Gehen wir mal im Verwaltungsmodus. Wir schauen mal, wie schaut es denn bei unseren Trupps aus. Wir haben jetzt hier noch einen Priester, einen Berserker. Unsere Archer sind komplett tot. Das bedeutet, wir hauen uns auf jeden Fall
1, 2 Archer rein und noch ein Berserker. Das müsste passen. Hier kommt dann noch ein Berserker rein, ein Archer. Der Archer kommt hier hin. Und hier noch ein Berserker und ein Archer. Dann haben wir zwei Vierergruppen. So, wir tauschen mal die Position. Das geht gar nicht. Maskottchen, erst auf Truppstufe 2. Aber die sind ja bei Truppstufe 2, Mensch. Stark. Okay. Dann, ihr könnt euch gerne komplett hier teleportieren. Dann sind die Verlorenen auch noch weg. Die verlorenen Seelen. Oh, typical. Mr. Crowley has a blasted security door to keep us from reaching the area beneath his residence. Das ist schade. Seems we need a password. Ein Passwort. Mr. Crowley's girlfriend, dancer slash nurse slash nymphomaniac named Malin Rouge, will definitely have the password somewhere. I will mark the location of her house on the world map. If her judgment is as bad as her taste, she will keep the password in her diary. Und wo soll das sein? As I remember it, she used to hide her journals in the stables. So let's start having some real fun, shall we? Let's terrorize the surface with a raid. More precisely, let's send a squad to Malin's stables to fetch her diary. Die Oberfläche? Now that you are viewing the world map, geil. Malin's home. It looks like a book on a golden background. And open its context menu. Then select the number of the squad you want to send. Das ist ja cool. Wir haben hier Überfälle, die wir machen können. Da kriegen wir dann bestimmte Materialien, Schätze zum Beispiel. Hier ist Malins Stall. Ich werde einfach mal Trupp 1 hin teleportieren. Ist Trupp 1 jetzt schon da? Ich weiß es nicht. Schicken wir einfach mal Trupp 2 hier hin. Wo rennen unsere Truppen denn jetzt hin? Ach, wahrscheinlich werden die hier rausgehen, richtig? Weil hier ja der Ausgang ist. Eigentlich könnten wir da echt noch ein paar Archer und so gebrauchen, um mal den Eingang zu bewachen. So, irgendwie. Einfach mal noch ein paar ausbilden. Ich weiß nicht, Unterhaltskosten brauchen die scheinbar nicht. Sondern nur zum Ausbilden brauchen wir die Punkte. Wir gehen mal auf die Übersichtskarte, ob sich da was ändert. Ach, wusste ich doch. Ich hab's mir doch gedacht, dass da Helden kommen. Wir bauen einfach mal schnell, wir bilden einfach nochmal schnell einen Trupp aus. Ach, 50 kostet der. Das ist natürlich doof. Yay, sehr cool. Gefällt mir das Spiel bisher. Bisher gefällt es mir echt ganz gut. Es ist auf jeden Fall... Ja, es hat auf jeden Fall was. Ach so, die kämpfen da gerade gegen den Krieger. So. Schicken wir doch einfach mal unseren Wachtrupp nach vorne. Ich glaube nicht, dass der Priester sich dann da unbedingt heilen wird. Was ist denn da eigentlich drin? Da sind doch Bogenschützen drin, oder was? Ah, nee. Schlafen einfach nur welche. Okay, und was schaut mit den anderen beiden? Wie schaut das da aus? Hey, Death Slayer. It seems one of our units is less than satisfied by how you run things around here. The little bastard has gone soft because he's hungry. He's almost out of aggression.